Am 30. April durfte ordentlich gefeiert werden. Für Getränke und Speisen war natürlich direkt vor Ort gesorgt. Zahlreiche Besucher aus Freiberg und Umgebung kamen dafür in die Innenstadt zusammen, um gemütlich mit Familie und Freunden zu feiern. DJ Fire Entertainment sorgte an diesem Abend für ordentlich Stimmung. Auch für Kinder war natürlich etwas dabei, ein Hüpfburg sowie weitere Angebote. Die Mehrheit aber strömte wegen des Feuers auf den befüllten Platz. 18 Uhr bewegte sich der Laubjongenzug in Richtung Altstadt. Dieser wurde mit Orchester begleitet und kam gegen 19 Uhr auf dem Schlossplatz unter den Augen des Publikums an. Dort eröffnete Oberbürgermeister Sven Krüger aus mehr als 20 Meter Höhe von der Drehleiter der Feuerwehr die Feierlichkeiten mit ein paar Worten offiziell. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Feuerwehrkameradinnen und Kameraden und bei der Jugendfeuerwehr. Die Freiberger Feuerwehr hatte die Ehre, das Feuer in Brand zu setzen. Schnell loderten die Flammen lichterloh und brachten eine passende Atmosphäre unter die Menschen. Es wurde viel erzählt, gelacht und gesungen. Ganz die Tradition des Maifeuers. Noch bis tief in die Nacht hinein wurde ausgiebig gefeiert.